Da, Repair. Reparieren wir wieder und dann können wir wieder Leute umbringen. Ignoriere einfach das Piepen. Ignoriere es. Immer alles cool. Hierdurch kriegst du extrem viel XP, wenn du als Beifahrer sitzt im Cockpit. Geld auch dabei, wenn wir Leute töten. Das heißt, wenn ich einen töte, kriegst du die Hälfte davon von den Kills und Deaths. Also die Hälfte von das, was ich gekriegt habe, glaube ich. Die, also Assist. Nur wir sehen, haben gerade keine richtigen Feinde. Wenn da ein Panzer unten ist, können wir den zerstören und kriegen wir 4000 Dollar oder so. Wir müssen einen Helikopter finden, diese Brummer-Dinger. Die fliegen aber keiner. Keiner fliegt hier so ein Ding. So, der Typ hat seine 600 Dollar Rakete verschossen und wir sind wieder in der Luft. DLC-Warnung, also ich krieg ihn offen. Hast du irgendwas? Nee, ne? Weiß, wir müssen mal. Hört auf, was ich sagen. Kleiner gestorben. Und wo werden wir schon wieder beschossen? Von hinten. Oder von da unten? Nice. Hä? Oh, nice, Fahrrad. Da irgendein? Hey, ist ein Heli oder so, oder jumpen die alle aus dem Fallschirm raus? Das ist ein Heli, ist da vorbei vor. Hä? Ist gecrashed, der Heli. Ey, als Heli kriegt man gerade eben gar keine Kills, das ist voll genervt gerade eben. Und unter uns wieder einer. Ja. Er stürzt schon wieder ab. Du kannst gar nicht reagieren, weil die einmal kurz hinfliegen, rausjumpen und dann vorbei ist, weißt du? Er hat wieder keinen Kill gekriegt, das hasse ich. Ich finde, so wenn die am Fallschirm hängen, sollten die genauso viel Schaden kriegen, als wenn sie auf dem Boden sind, oder nicht? Aber da kriegen sie kein Damage, weil der Fallschirm wie ein Auto ist. Und ich wette, unter uns schießt wieder irgendwo ein Strider auf uns, wa? Ich frag mich gerade, wo die alle sind, Alter. Ich finde hier keine Ahnung, ey. Ja, ich auch keine Sau. Auch nicht. Die verstecken sich irgendwo auf die Bergen. Wir werden ja ganz einfach von irgendeiner Minigun beschossen. Nicht eine Minigun, eine MG beschossen. Nee, kein Schwein, Alter. Tust du auch nicht. Die kommen auch nicht mit Helikopter angeflogen. Das heißt, die campen irgendwo in der Stadt. Ah, einen sehe ich. Komm, dreh dich doch nach der Seite, das hasse ich bei diesem Helikopter. Merkst du? Ich drück alles dagegen, das Ding kippt einfach nicht nach der Seite, ey. Ich wollte schon gerade einen draufballern. Da kauft sich auch einer einen Kampf-Heli, siehst du da vorne. Die ausgespielt. Na, der Typ ist futsch, der hat sie irgendwo versteckt. Da unten ist auch keiner drinne. Ja, wir haben schon wieder beschossen von ihm, Dings. Von was, Mann? Jetzt werden wir von hinten von unser Spawn beschossen. Wollen die mich trollen oder so? Und was werden wir beschossen durchgehend, Alter? Merkst du den Kack? Ja, MG, Christian, die schießt aus unser Spawn raus. Bullen hat sie aus den ihr Spawn rausgeballert. Landen sie.
Da hinten. Ja doch, Chris, da hinten, über 100 Kilometer in der Luft. Merkst du, wie die Hurensöhne wegfliegen, weil sie Schiss haben, ey? Guck mal, wie er einen Sturzflug gemacht hat, damit er wegkommt von der Zone. Verdammter Feigling, Alter. Ey, ich krieg hier keinen getötet, hier rennt irgendwo einer rum, schon wieder werden von irgendeiner Scheiße beschossen, da. Da möchte ich mal wissen, von wo wir beschossen werden von den Typen. Jetzt schießt er wieder von hinten. Jetzt sind wir wieder hier und jetzt werden wir wieder gleich beschossen. Ist der Typ am Hacken oder so? An der Hauptstraße oder was? Habe ich da richtig hingeschossen? Hast mich aber nicht getroffen. In kein weißes Haus. Das. Was geht mit dem Arsch vorbei jetzt hier? Wenn ich gegen und suche, kannst du den Typen auf dem Boden, mal ganz einfach. Christian, übernehmen Kontrolle, Scroll und nimm T-Control und dann drück Shift. Mach, Christian. Ich wurde genauso ausgeballert wie du. Ja, dieser Reflex, ich hab keinen Bock mehr auf dieses Spiel, ich bin draußen. Ich mach Armaruna. Billigstes Spiel ever, ohne Scherz. Ich bin fertig mit Arma. Weiße, der Witz, du schießt einen mit einer Rakete ab, knallt neben ihn ein, passiert nichts. Er schießt einen Schuss oben rein, mit, na kein Wunder, eine DLC-MG. Echt, ey, ohne Scherz, diese verfickten MGs haben sie echt übertrieben beschissen gemacht, ey. Will ich irgendwie ein Hacker sein, wird Arma meine Bohemia meine erste Firma sein, ey, ohne Scherz. Obwohl ich die ganzen Spiele von dir gespielt habe, würde ich als erstes weghacken mit den scheiß geldgierigen Scheiß. Ohne Scherz. Ah, ich bin halt auch weg jetzt, besser. Wohin gehst du? Geh aus TS aus. Ja, wohin gehst du? In Tufort gucken. Willst du kein neues Spiel mitspielen? Heißt Trove, hab ich rausgefunden gestern. Hab ich schon gespielt. Gespielt? Hey. Müsste ich erstmal neu installieren. Da ist nur 600 MB groß. Na, ich installiere dann. Aber ich rede jetzt nicht mehr im TS. Deswegen, ich finde Arma witzig. Du schießt mit HE Minigun. Mit HE geschossen, muss aber perfekt treffen. An das Lustige mit der Minigun. Arma 3 ist echt beschissen gemacht. Früher in Arma 2 ging's alles. Der Marvin hat so einen Rage Quit, Alter. Vom Rage Quit. Wenn eine DLC-Helikopter einen Helikopter, der gepanzert ist, runterholt, da ist doch schon irgendwas komisch, oder nicht? Das ist schon das zweite Mal. Dafür sollte ein Anti-Air-Helikopter geben und keine MG-Helikopter. Eine DLC-MG, die du in der Hand hältst. Pirat.
Keine Sau, Alter. Damit der Server voll ist, Alter, bis hier null Bewegung, nix. Willkommen in Arma, warum muss man sich bewegen, wenn man im Haus campen kann, irgendwo auf dem Berg mit einer DLC-MG, womit du sowieso One-Hit machst? Brauchst du nur draufspawnen, jeder stirbt. Der Server ist voll, Alter. Ach nee. Und hier ist nichts los. Du siehst kein Helikum, du siehst keine Leute, gar nichts, Alter. Als ob die alle in der Base rumgammeln. Deswegen hab ich keinen Bock mehr auf die Scheiße. Weißt du, fliegst da mit einem Helikopter rum, dann habe ich einen gesehen, schießt eine Rakete auf ihn drauf, nichts passiert. Und dann wirst du durchgehend von der MG beschossen und wirst von der DLC-MG runtergeholt, weißt du? Er ist doch die ganze Auf Zeit schon 500 so, Meter in der Alter. Luft. Hä? Oh, ein Parajump, ich werd bekloppt, Alter. Headshot. Racket! Dich. Wo warst du? Oben auf dem Turm? Sag mal. Ja, oben auf dem Turm, Alter. Ja, ich hab dich auch die ganze Zeit. Hab ich dich eigentlich einmal getroffen? Du bist ja der, die ganze Zeit um mich vorbeigeschossen hat. Ja. Wollte schon Wo hab ich sagen, ihn Alter. wo hab ich hingetroffen? Gar nicht, du hast immer noch vorbeigeschossen. Immer am Kopf Wohin vorbei. denn? Oben? Ja. Wollte schon sagen, Alter, da sitzt so einer. Den Ich ersten, sehe den ich mal. sehe, Alter, ausgerechnet du, weißt du? Hab schon gedacht, ey, das ist bestimmt der Steven, Alter. Oh, und jetzt hat Wo der Tigris mich gefickt, ey. Das gibt's nicht, ey. rumgetanzt bist, Alter. Ja, ich hab geguckt die ganze Zeit, ob ich mich sehe, Alter. Hast du mich Nirgendwo, nicht ey. gesehen? Leid. Nö, erst wo ich auf dich drauf geschossen hab. Ey, ich starr mal meinen Steam neu. Mein Steam ist so am Abscheißen und meine Tastatur fällt wieder runter. Einmal Fresse. Ey, hier am Spawn steht auch keiner rum, Alter. Was ist denn los hier? Also hier ist überhaupt nichts mehr los. Sind überhaupt noch Spieler auf dem Server? Ja klar. Ist ein 50er, das ist voll. Die verkämpfen sich halt auch für Berge mit einem Sniper, Alter. Ja, oder mit der DLC-Waffen, mit der Navit, 100%ig, kannst du sehen, was du willst. Damit wurden wir sogar runtergeholt von ihrem Typen. Hat durch den Helikopter durchgeschossen. Ah, die Runde ist ja gleich vorbei, dauert immer lange. Da bin ich noch nichts draußen. Für andere. Ey, das hatte ich noch nie mit der Arme, ey, damit du von der MG runtergeholt wirst. Heute ist sowieso voll der komische Tag. Seit ungefähr 2 oder 3 Stunden läuft hier nur noch Kacke. Da gerade zu merken, das ist gerade am Legen. Ich drück einmal drauf und 10 Minuten später kommt erst das Menü auf. Weißt du, der erste Witz ist, wie ich schieße, dann wird durchgehend auf den Kampfhelikopter.
Ich löcher ihn durch, wird nichts passiert. Er dreht sich einmal um, schießt dann noch nicht, bevor er explodiert. Dann damit die Fallschirme, weil das nicht auf die Fallschirme nichts passiert. Die drehen sich einmal um, schießen dann weniger, damit der DLC-Knarre auf sich drauf wächst. Ach komm! Das kann doch nicht sein, Alter, ey. Kriegen auch so. Was macht die denn da? Ein Bewerbungsgespräch für einen Streamer oder was? Hä? Ja, kann sie mir irgendwas, Alter. Weil Christian, dass das Wetter sich ändert. Ich wollte im Winter releasen. Was denn? Neuen Fallout-Mod. Also ein Fallout-Mod, der so wie der neue Fallout ist. Kannst du Helikopter und so fliegen und so ein Scheiß. Mit neuer Story und neue Städte und so. Wie lieber Fallout 4 anschauen. Wie sollen wir lieber die neue Map hier bei Arma 3 rausholen? Warum? Damit man nochmal die Scheiß-Map bezahlen kann mit DLC? Das wird so so kommen. Da kannst du dich drauf einstellen. Ich kaufe nichts mehr von Arma. Haben wir hier ein Anti-Tank-Launcher, Alter, das gibt's nicht, ey. Ich will doch einfach nur noch ein paar Punkte mitnehmen. Und nach der Runde werde ich aber erstmal Pause machen, Alter. Und zocke irgendwas anderes, ja, Rocket League oder so. Oh Gott. Hier geht ja gar nichts mehr gerade. Im vollen Server, Alter, und du siehst keinen Arsch, ey. Dann wird so aus der Luft weggeballert. Panzerteile fliegen auf dich, Alter. Ich weiß nicht, was wir spielen, Christian. Ich will dieses Flachschiffspiel mit den Schiffen spielen. Aber bist du schon so im hohen Level? Da kann ich schon immer mit dir spielen. Komm in höhere Matches rein. Spiel ich glaube ich war es dann noch. Alter, der Drecksack ist einfach abgehauen, ey.
Oh, das war ein feindlicher Heli, ich werd bekloppt, ey. Alter, mein Peter zocke ich auch schon den ganzen Tag. Ja, ich auch. Oder schon eher da als wie du heute? Nee. Ja, klar. Ich war heute eher da. Nee. War ich gestern eher da? Gestern, ja. Ja, ist ja klar, dieser scheiß Panzer, ey. Was hast du? Da bist du schon ganz blöd im Kopf, Alter. Ja. Das war gleich eine Runde Rocket, die ich zocken hatte. Ich mach nächstes Mal Pause, Alter. Ja, und gleich fällt ein noch. Ein Ticket noch. Ey, das war die langweiligste Runde, die wir hatten bis jetzt, Alter. Ja. Wie kriegt man diesen Tickets eigentlich? Du musst mit den meisten Leuten einfach in den Gebiet runter. Sind wir doch über die Gegend. Der die meisten in der Stadt drin hat, gewinnt. Ja, genau. Das ist die Tickets. Komm, mach Ende. Jawohl. Yes.